Diese Sendung wird präsentiert von Bell. Mit Unterstützung von A. Vogel Herbamare. Mein Salz, mein Geschmack. Das härteste Kochduell der Schweiz. Zwei Jungköche treten im Beef Club gegeneinander an. Mit drei vorgeschriebenen Zutaten, welche sie erst zu Beginn des Kampfes erfahren, müssen sie in nur einer Stunde ein Menü kreieren. Fleisch spielt dabei die größte Rolle. Man soll das ganze Tier verwerten und nicht nur das Filet, sagt Bell-Fleischfachmann Yves Vogt. Die Punkterichter Andrin Willi, Chefredaktor des Marmit Magazine, Foodbloggerin Zoe Torinesi und Spitzenkoch Jackie Donuts beobachten jeden Schritt der beiden Kandidaten. Nur einer kann als Sieger des Abends hervorgehen. Es ist soweit. Beef Club geht in eine neue Runde. Hier im Werk 1 auf dem Sulzer Areal in Winterthur. Ein spektakulärer Fight ist garantiert. Bevor aber der Gong das Eröffnungsduell einläutet, holen wir die zwei Jungköche zu uns in den Ring. Für heute heisst es einmal Ladies First. Für ein junges Kampftalent aus der Innerschweiz. Macht Lärm für die Blauecke mit der 20-jährigen Michaela Kammermann. Ich arbeite momentan im Chili Andermatt. Mein grösstes Highlight war, dass ich nach meiner Lehre gerade beim Andreas Gaminada einsteigen durfte. Ich werde heute mit der goldenen Krone heimgehen. Weil ich weiß, dass ich kreativ bin und dass ich es auch umsetzen kann. Auch ihre qualifizierte Herausforderer in der roten Ecke ist schon aufgewärmt. Begrüßen wir den 20-jährigen Halbschwed, Arvid Baltiswiler. Im Moment arbeite ich im Hotel Hofisbad im Appenzell bei der Kathi Fessler. Ich bin im Moment Vize-Schweizermeister im Bereich Küche. Ich gewinne heute, weil ich am kreativsten bin. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr auf dem Kasten habt. Darum sind da eure Hauptzutaten, die ihr euch in Kreationen einbauen müsst. Erste Zutat: Naschibirre. Very good. Zweite Zutat: Buchweizenmehl. Oh, gar nicht. Für die dritte Zutat gibt es die Infos von unserem Fleischfachmann, dem Yves Vogt. Heute geht es wild zu und her. Ich habe nämlich einen Hirschrücken parat gemacht. Geil, einfach geil. Vor allem zur Wildsaison im Herbst ist ein sehr beliebtes Stück. Aber nur bei der richtigen Zubereitung wird das Fleisch zart. Der Hirsch gehört zu der Gattung der Paarhufer und die Männchen haben ein Geweih. Das Fleisch vom Hirsch ist dunkelrot und sehr kräftig im Geschmack. Viel Vergnügen bei der Kreation von eurem Wildmenü. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und ihr könnt nur noch auf Gnade der Punkterichter hoffen. Das Duell geht über zwei Runden. Für eure zwei Fleischsteller habt ihr genau eine Stunde Zeit. Kämpfen mit harten Bandagen, aber kämpfen fair. Fight! Arvid, hast du eine Idee, was du machen willst? Ja, ich denke, ich mache etwas Zoppel oder Buchweizenmehl. Dann Wildsoße und den Knöcheln noch. Nachher muss man schauen. Du musst aber Gas geben. Ja. Im Hauptgang wird es etwas mit Hirsch sein. Sicher ein Püree wird dazu kommen. Etwas mit Sellerie, weil das ganz gut zum Hirsch passt. Michaela, bist du ein bisschen erschrocken, als du Zutaten gesehen hast? Ja, ich muss sagen, Buchweizenmehl. Buchweizen ist nicht so mein Lieblings. Bei Buchweizenmehl zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig, dass man es mit anderem Mehl mischt, jetzt gerade zum Backen oder so, weil es eben kein Gluten drin hat, also kein Klebeeinweis. Was macht man jetzt nicht? Man macht irgendetwas so weit, oder? Wenn man Nudeln macht, kann man den Teig lang kneten, oder, dass er schön elastisch wird. Aber wenn man keine Zeit hat für das, dann kann man auch vakuumieren. Und wenn man ihn dann nachher noch im Kühlschrank ein bisschen drüber lässt, dann wird er so auch schön fest. Ich mache ein Dessert. Ich will probieren, irgendetwas mit dem wunderschönen Hirsch auch ins Dessert zu bringen. Vielleicht auch noch den Knochen. Ins Dessert? Michaela, hast du gesagt, der Hirsch ist Dessert? Ja. Also, du kannst auch einen Vorspeis und einen Hauptspeis machen, gell? Ich will keinen Vorspeis machen. Okay. Das Hirschdessert habe ich jetzt doch nie gehabt. Arvid, machst du Slow Food? Nein. Ich muss einfach noch ein bisschen überlegen, was ich machen möchte. Okay. Lass dich nur nicht rausbringen.
In der Ruhe liegt die Kraft. Schätze nicht, Schutz nicht. Ist am Pödeln. Wenn man am Anfang beobachtet hat, wie ein Schneckli ganz langsam. Jetzt Michi, Michi! Hirschrücken schneide ich auslösen und Steaks schneiden. Die tun dann einfach ansortieren und im Ofen kurz fertig garen, bis sie rosa sind. Und aus den Knochen vom Hirschrücken mache ich ein Schü. Was machst du mit dem Fleisch, Michaela? Das einmassieren ins Salz. Mhm. Ich habe jetzt Meersalz genommen und nicht feines Salz. Dass nachher, wenn ich es abbrate, dass es den Maillard-Effekt gibt. Wenn nachher das Kohlenhydrat zugeht, mit dem Protein. Man kann uns ja schon vieles erzählen. Und man kann auch ein totes Stück Fleisch massieren. Aber Kohlenhydrat? Tut mir leid. Zurück auf Feld 1. Er ist sehr ruhig, so richtig wie ein Schwede. Arvid, bist du immer so ein ruhiger Arbeiter? Ja. Deine Persönlichkeit? So schwätzen während dem Arbeiten ist nicht mein Ding. Ich kann nicht so überall hinschauen. Das ist halt Multitasking, oder? Das sind die Frauen sicher ein bisschen besser. Ich mache jetzt ein Salbei Panna Cotta als Vorspeise. Es ist recht schwer, Hirsch in ein Dessert einzubeziehen. Darum ist es eine Vorspeise. Was mir gefallen hat, sie hat ihren Plan, den sie ursprünglich hatte, abgebrochen und etwas Neues gemacht. Also für meine Vorspeise mache ich Süppli mit Weisswein. Für die Öl ich ein bisschen Schalotten und Herdöpfel andünsten. Und dann bestäube ich mit Mehl, bestäuben, damit es eine Ruhe gibt. Dann löse ich mit Weisswein ablöschen und einkochen. Dann kommt noch Flügelfond dazu und Rahm. Wir haben Holzi! Ich habe mir lange Sorgen gemacht um die Suppe. Ich habe gesehen, wenn er gerührt hat, aber irgendwie ist da einfach nichts passiert. Ich habe den Hirsch angebraten und nachher mit der Kerntemperatur von 55 Grad in den Ofen geschoben, bei 70 Grad. Und jetzt schauen wir. Mit Thymian rein. Ihr seid so harmonisch hier. Kämpft ihr gegeneinander oder was? Was? So, ha? Nein, Harmonie ist gut während einem Wettkampf. Okay. Vielleicht gibt es noch ein Date. Nachher? Man weiß es nicht. Nashi-Bire ist eine Mischung zwischen Bire und Äpfel aus dem asiatischen Raum, Japan. Schmeckt fantastisch rot. Bire-Schnitt, den soll ich einfach karamellisieren. Passt gut zu dem starken Geschmack vom Hirschfleisch. Das Praline mache ich noch, das Buchweizenpraline. Meine Vorspeise ist ein Salbei Panna Cotta mit Hirsch-Tataki. Tataki ist eigentlich aus dem Asiatischen, ist der Thunfisch, der von allen Seiten angebraten wird. Das war genau das gleiche nachher beim Hirsch. Schöne braune Kruste und in ein schönes dunkelrotes Hirschfleisch. Erster Teller aus der blauen Ecke! Wir bekommen eine Salbei Panna Cotta mit etwas Ziegenfrischkäse, Dijon-Senf, einem Hirsch-Tataki mit ganz wenig Olivenöl drüber und ein bisschen Salz. Und so ein bisschen als Topping wäre es isomalt Schoki-Blättchen. Und dazu gibt es noch ein bisschen Naschibirre und noch so ein kleines Salätchen nebenzu. Das wäre meine Vorspeise. Danke, gute Wünsche. Sieht super aus. Wow, wow, wow. Also wirklich, die Frau ist eine totale Ästhetin. Man muss es nur anschauen und sieht, dass sie es einfach wirklich voll im Griff hat. Wenn man Tataki hört, denkt man sofort, aha, das ist spicy, das ist schön angeröstet, da hat es viel mehr Dynamik drin. Die Dynamik hat mir leider gefehlt. Schade, ist so viel Salz drin gelandet. Nein, du musst mischen. Ja. Das hat nicht überall viel Salz. Das ist okay. Okay. Vorspeise aus der roten Ecke! Das sind Dajibire, das ist einfach ein Hirschragout. Da habe ich noch geröstete Buchweizen drin, ein bisschen Peterli. Da habe ich noch ein Weisswein-Süppli gemacht. Weisswein? Genau.
So, voilà. Danke. Alle Hauptzutaten in der Vorspeise enthalten. Und zusammen gibt es so ein Geschmacksbouquet, das einfach super passt. Das ist nicht schlecht. Also die Suppe war sehr gut, sie war einfach zu dünn. Jetzt gibt es ein paar auf die Fresse vom Arvid! Voilà. Das sind die Zockel, die ich gemacht habe. Bierschnitzel habe ich noch karamellisiert, weil das gut zum Wild passt. Dann habe ich einen Schü gemacht mit den Knochen. Das ist jetzt halt alles ein bisschen braun, aber ich habe hier extra noch einen grünen Zweig drauf. Ich weiss, dass die älteren französischen Chefs das gerne haben. Ja, ich habe mir selber gesagt, das will ich nicht so machen. Der Hirsch war sehr brav. Leider ja, auch von der Garstufe her nicht unbedingt perfekt. Und wir haben einfach Komponenten wie Schärfe gefehlt. Wir hätten dem Gericht einfach die Finesse gefehlt. Aber das Schü finde ich super. Schü ist sehr gut. Mm. Ja. Fleisch, erste Sahne und dann noch mit dem Schü dazu, den hättest du können trinken. Das ist unglaublich. Wir haben einen Teller! Hier haben wir Sellerie-Naschi-Püree mit dem Hirsch. Und dazu hat es noch Naschi-Püree ein bisschen mit Zucker auf der Seite aufgehängt. Und dazu gibt es noch ein Bauchweizen Praline und ein Merloschi. Danke vielmals. Das Püree ist gut, ja. Das ist fein. Das Püree grossartig. Ich hätte den ganzen Teller nur von diesem Püree essen können. Aber auch hier das Fleisch. Nicht überall einen Zweifel haben. Ich finde das Beine, was ich gemacht habe, aus Buchweizen, es hat irgendwie noch ein bisschen Naschi-Birne drin und das Püree von Naschi-Birne gemacht, dass es nicht so trocken wird, dann wäre es ganz anders rausgekommen. Ganz vorweg, euch beiden ein grosses Kompliment. Zu deiner Vorspeise, Michaela, ich habe das Tataki als positiven Aspekt und auch als Weiterführung von deiner Idee gefunden, vom Dessert machen. Diese Panna Cotta ist leider versalzen und zwar. Also alles oder nur das Panna Cotta? Panna Cotta. Du hast meinen Geschmack extrem drauf mit der Vorspeise. Die ist brutal gewesen. Ich kann es nicht anders sagen. Mega schön angerichtet. Denn zu deiner Vorspeise Arvid finde ich auch sehr schön angerichtet. Ich bin ein Fan davon, wenn noch etwas passiert auf dem Tisch, dass du nachher die Suppe auch noch reingeleert. Arvid, ich habe immer Angst gehabt, dass du irgendwie mal einschlafst, weißt du? Ja, am Anfang. Am Anfang war ich ein bisschen müde. Dann war die Suppe sehr interessant. Es war gut gemacht. Man konnte etwas mehr Rahm rein und man konnte etwas dicker machen. Michaela, beim Hauptgang, Praline zum Beispiel aus dem Buchweizen, das war für mich wie ein Klumpen, wie ein Kartonballen. Ich muss jetzt sagen, es war sehr gut. Das Praline, das war elegant. Wie du es angerichtet hast, für mich als Foodbloggerin ist das Zeug, das halt extrem viel. Und ich habe es wunderschön gefunden. Arvid, deine Hauptspeise hat mir vor allem die Soße wirklich umgehauen. Jetzt Bresi, naja. Das Fleisch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es probiert hast, aber Salz wenig vorhanden, leider. Und sehr schön für mich, wirklich glückt, hohe Schule war der Schütze. Bis auf den Rosmarinzweig haben wir keine Farbe gehabt. Dann hast du ja gesagt, ja, die alten Küchenchefs kennen so einen Rosmarinzweig. Und wir haben ja keine alten Küchenchefs. Also, ich muss euch einfach beiden ein Kompliment machen. Hut ab für euch, so jung wie ihr seid. Und ich habe euch so eingesetzt. Danke vielmals. Ich denke, der Arvid wird gewinnen heute. Weil er hat sehr bodenständige Sachen gemacht, aber wahrscheinlich vom Geschmack her überreissend. Liebe Punktrichter, ich brauche jetzt eure Entscheidung. Der Gewinner vom heutigen Beef Club, Beef Fight, kommt aus der blauen Ecke, Michaela Kammermann! Ich habe gewonnen! Yeah!
Nächste Woche im Beef Club. Du brauchst noch ein bisschen Hilfe. Kannst du mir sonst mal hinten abwaschen? Mach mit beim Beef Club Wettbewerb und gewinne einen Beef-Gutschein von Bell im Wert von 500 Franken. Welches Geschlecht trägt bei den Hirschen ein Geweih? A. Das Männlein, B. Das Weiblein. Sende eine SMS mit dem Kennwort Beef A oder Beef B und deine Adresse an die Zielnummer 920. Eine E-Mail an beefclub@sat1.ch oder ruf uns an unter 0901 560 061. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde präsentiert von Bell. Mit Unterstützung von A. Vogelherber Mare. Mein Salz, mein Geschmack.